Anfang war das Feuer. Bei mystischen Riten, aber vor allem als Wärmequelle, markiert es den Beginn der Zivilisation. Auch heute noch steht Wärme beim privaten Energieverbrauch an erster Stelle. Ein Leben ohne diesen Komfort wäre unvorstellbar. Behagliche Wärme lässt uns auch in kalten Nächten geruhsamen Schlaf finden. Eine Heizung liefert uns schon vor Tagesbeginn scheinbar wie von selbst die Energie für unseren wohltemperierten Lebensstandard. Doch wie sehen die Perspektiven aus? Fossile Brennstoffe sind nicht unbegrenzt verfügbar. Außerdem entstehen bei der Verbrennung viele Schadstoffe. Darunter auch erhebliche Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid, kurz CO2. Ist es nicht an der Zeit, umzudenken? Die Natur steckt auch ohne Verbrennungswärme voller Energie. Hinter der Kraft der Natur steckt die Sonne. Würde sie nicht scheinen, wären die Temperaturen auf der Erde eisig. Es würden fast minus 273 Grad Celsius herrschen. Von dieser Temperatur aus betrachtet, mutet ein Winter geradezu warm an. Und tatsächlich trennen ihn vom Sommer gerade einmal durchschnittlich 25 Grad. Verglichen mit dem absoluten Nullpunkt ein Klacks. Kann man Energie aus einem tiefen Temperaturniveau in Wärme umwandeln? Eine Utopie? Keineswegs. Wärmepumpen wandeln Energie aus der Umwelt in nutzbare Wärme für das Haus um. Eine Technik, die Sie seit Jahren von Ihrem Kühlschrank her kennen. Denn eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärmeenergie von einem niedrigeren Temperaturniveau unter Aufwand von elektrischer Energie auf ein höheres Temperaturniveau hebt. In einer Wärmepumpenheizung zirkuliert ein Kältemittel, das die Umweltenergie zum Heizsystem transportiert. Dazu wird das zunächst gasförmige Kältemittel in einem Verdichter komprimiert. Dort erhitzt sich das Mittel und der Druck steigt. Derart erhitzt gelangt es nun zum Wärmetauscher. Dort wird die Wärme in den Heizkreislauf übertragen. Dabei gibt das Kältemittel Energie ab und wird wieder flüssig. Es wird nun weiter im Kreislauf zum Expansionsventil geführt. In diesem Ventil wird nun kontrolliert der Druck in dem System reduziert. Dabei kühlt es sich stark ab. Das flüssige Kältemittel gelangt nun zum Verdampfer. Hier nimmt es die ganze Umweltwärme auf, um wieder gasförmig zu werden. Die nötige Energie entzieht es der Umwelt. Der Prozess kann von neuem beginnen. Wärmepumpen heben Umweltwärme auf ein höheres Temperaturniveau. Was sich in der Theorie kompliziert anhört, ist bereits seit Jahren bewährte Praxis. Moderne Wärmepumpen überzeugen durch ihre kinderleichte Handhabung. Sie können meistens problemlos an die bestehende Heizungsinstallation angeschlossen werden. Wärmepumpen bereiten auch das Warmwasser. Dafür wird die Umweltwärme in einen Warmwasserspeicher eingespeist. Von hier führen Warmwasserleitungen zu sämtlichen Entnahmestellen im Haus. Wärmepumpen von Stiebel Eltron lassen sich praktisch in jedes Haus einbauen. Dazu stehen drei Systeme zur Verfügung.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpen nutzen die Umgebungsluft als Energielieferant. Sogar noch bei Außentemperaturen von minus 20 Grad Celsius. Sie eignen sich sehr gut für die Modernisierung und können sogar außen aufgestellt werden. Sole-Wasser-Wärmepumpen hingegen ziehen ihre Energie aus der Erde. Zum Beispiel aus der Tiefe der Erde. Dadurch wird es möglich, im wahrsten Sinne des Wortes Energie aus dem eigenen Garten zu ernten. Dazu werden Erdwärmesonden tief in die Erde gelassen. Der Platzbedarf ist relativ gering. Die Bohrungen führen Stiebel Eltron Partner zum Festpreis aus. Als drittes System gibt es die Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Sie schöpfen ihre Energie aus tiefem Grund. Denn sie nutzen das Grundwasser als Wärmespender. Damit kann man aus einer praktisch nie versiegenden Energiequelle schöpfen. Um an das Grundwasser zu gelangen, werden vom Brunnenbauer zwei Brunnen angelegt. Einer für den Zu- und der zweite für den Ablauf des Wassers. Welches der drei Wärmepumpensysteme sich für ein Haus empfiehlt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Durch eine breite Produktpalette mit vielen Möglichkeiten findet sich immer eine ideale Lösung. Von der Integration einer Lüftungsanlage über die Kombination mit Solaranlagen bis hin zu der einzigartigen Möglichkeit, im Sommer das ganze Haus mit der Wärmepumpe zu kühlen. Steigende Energiepreise und knapper werdende Rohstoffe stellen die Energieversorgung vor wachsende Probleme. Wer umdenkt und auf erneuerbare Energien setzt, sichert seine Zukunft. Stiebel Eltron. Technik zum Wohlfühlen.